So, da sind wir wieder bei Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Ich dachte, das wäre einer, den man... Das ist doch menschliche Gegner. Das ist doch, hat eine Axt in der Hand, ist ein Gegner. Ja, jetzt ist die Frage, ist er stark oder nicht? Das ist eine Räuberin. Wir sollten vielleicht erstmal geheilt werden vollständig, weil unsere Pokémon sind alle angeschlagen und du auch extrem. Ja, ich glaube, bevor wir kämpfen zumindest. Ich meine Monster. Alte Spiegel! Alte Bull! Alte Bull! Ich kann das nicht durchhalten. Okay. Why are you in such a hurry to die? Pikachu! Ready for this? Ja, vor allem, wenn die schon sehr stark sein, ne? Weil der ist schon mal weg, der eine Wolf hier, ist der andere Wolf hier weg. Jetzt muss ich auf dich gehen. Oh, der hat dich schon geheilt, der Typ da. Der ist so nützlich, also der... So nützlich? Ja, der ist so nützlich, der Typ da, ne? Vor allem kann ich da auch mal mehr mitkämpfen, ne? Gib doch endlich an, wie viel Leben haben die denn? Vor allem ist das sowieso besser, zwei Heiler im Team zu haben, ne? Ja. Bisschen wie bei Overwatch. Aber niemand will den fucking Heiler heilen. Und man muss selber als Heiler rumlaufen wie ein Wahnsinniger, um eine heilen zu können. Okay. Okay. Was ist denn hier? Da muss ja irgendwo was sein. Guck mal, kannst du dir die Karte ansehen? Da irgendwie so Seiten drin gehen, wenn du die ansehen? Andere Seite. Okay, gut, also einfach nur ein simpler Raum irgendwie. Ich zünd den ganzen Raum an. Ja, okay. Denk dran, jetzt ist bestimmt wieder dieses andere Monster vor der Tür wieder da. Der Hase. Ja, aber ich gehe hier gerade rein. Ach du Scheiße. Oh. Achso, ich hab mich gerade erschrocken. Okay, dann so, ne? Da ist bestimmt was richtig Geiles in der Tour. Können wir für Schiffbuch gebrauchen. Ich komme nachher zu mir. Wenn es aber irgendein Monster vergessen. Auf jeden Fall gehen die doch ganz klar. Ich glaube, die Dicken sind sowieso sehr langsam. Das ist relativ einfach, wirklich. Ja. Oh, der ist 32. Gut. Das war aber nichts. Die waren nichts. Einfach Hexenhandschuhe. Aber das ist wieder was für dich, großartig. Krieg ich auch nochmal irgendwas? Wie? Gönnst du es für mich? Ja, du hast jetzt zweimal hintereinander was bekommen. Oh, guck dir das an, wie der da steigt. Also hat sich doch gelohnt, oder? Ja, stimmt schon. So, die Sachen mal verkaufen. Hasen? Können die Sachen auch mal verkaufen? Ja, die Schlüssel muss ich nicht. Du brauchst doch eigentlich fast gar nicht mehr heilen, wenn du dich sowieso wieder belebst. Oder? You're too weak. Du bist zu schwach, so wegen hast du das gesagt. Nee, du bist zu schwach, der Gegner wahrscheinlich. Nee, also bestimmt zu wenig zum Gegner. Da waren wir drin, ne? Da waren wir drin, ja, da war das große Monster drin. Die Trolle oben haben auch schon da links. Ja, das kommt bestimmt wieder Zwischensequenz drin. Oh nein, doch nicht. Aber Heilpunkt. Speicherpunkt! Erst Speicherpunkt, bevor wir da unten hingehen, ne? Ja, ja, wir ja. Kacken wir hinterher mal ab, ne? Oh, ich hab ein ganz mieses Gefühl bei den Statuen. So, endlich abgespeichert. Ja. Okay, ich hab ein ganz mieses Gefühl ja, bei den Statuen. Ja, da müssen wir bestimmt dann wieder die Sachen wechseln. Hier kommen wir nicht lang. Kommen wir auch nicht lang. Da müssen wir mal gucken, was hier gewechselt wird. Wasser. Müssen wir irgendwas mit Wasser hier jetzt machen? Hier kann man so untersuchen. Es scheint in den Zaun wahrscheinlich was angeschlossen zu sein. Okay. Was war hier vielleicht? Dann schauen wir mal, welche von den Kreaturen aussieht, als würde sie im Wasser leben. Was kann man noch wechseln? Feuer, also. Feuer, ne? Ich bin mir sicher, wir können das Feuer löschen, oder? Was vor dem ist mit dem Wasserzauber. Hier können wir es drauf machen. Ja. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir uns noch angreifen, oder? Wahrscheinlich lösch mal erstmal alles. Da bringt das ja was.
Zeit mache, kann ich das ja auch. Ne? Vielleicht kann ich das jetzt nochmal anmachen. Genau, au, oh, ich komme hier runter schon mal. Ich kann das nicht, ne? Ja. Was ist denn? Oh. Denker. Ja, aufschlagen, und nicht nur einer, dann kann er nichts machen. Kaum Schaden, das ist ja... Aber wenn wir alle drei draufschlagen, ja, das sind wir so. Genau. Der Wolf auch noch. Ich glaube, der Wolf ist sowieso bessere, besser als die Spinne, ne? Ja, weil der mehr Schaden macht. Und die Spinne hat mehr Energie, ne? Ja, die Spinne ist mehr Energie. Ich bin sowieso auf die Seite des Wolfes. Level 28 erreicht. Vielleicht hätten wir... Ah, jetzt ist das hier auch weg. Achso, jetzt ist das wieder drauf. Okay. Ich wollte eh erst nach links, um die Truhe da zu öffnen, verstehst du? Ja. Vielleicht muss ich jetzt einmal die linke Seite löschen, damit du da runterkommst, weißt du? Achso, meistens reicht es halt einfach nur die linke Seite zu löschen. Ja, ja. Vielleicht kann ich alles löschen, ne? Mhm. Guck mal. Ja, genau. Reicht nur eine Seite zu löschen. Die Truhe wollte ich gerne haben. Ananas-Gummi. Das war ein starkes Gummi. Achso, nee. Achso, genau. Wir haben nur noch zwei? Ja, von Ananas. Zitronengummi ist das, was wir hauptsächlich genutzt haben immer. Ach so. Alles gut. Ach so, Ananas-Gummi ist das verbesserte Orangengummi, ne? Ja, genau. Das konnten wir aber noch nicht kaufen, sonst hätte ich, wäre ich auch da umgestiegen. Ja. Wäre ich dann. Aber ich hab's lieber, wenn du eingehst, als ob du 1000 hier hast. Ja, vier Stück, die wirst du ja sechs hatten wir ja schon mal, ne? Das war schon, ja, schon mal weiter weg. Das war mal so viel. Ja, okay. Zweite Bewegung. Weil solange wir so viel Energie haben... Ja. Riesiges Geheul. Oh, die Art hat auch den Mund gesetzt. Hat es mir getan, Emil? Ja, ich hab dich gemeint. Hab ich nicht. Ich hätte da gleich Schaden genommen. So. Also links ist wahrscheinlich nur die Truhe, ne? Dann speichere ich das aber eben ab. So. Jetzt müssen wir uns unten mal umgucken. Was wir unten vielleicht machen könnten. Hey, warte mal. Bleib stehen. Ja, was dann? Ich hatte gerade einen Einfall gesehen. Er hatte doch gerade, als du den blauen aktiviert hast, hat er doch gezeigt, dass da unten das Gitter sich bewegt hat, ne? Das da. Nee, nicht das blaue. Ich habe die Statue angesprochen, ja, während die hier geleuchtet haben. Während die geleuchtet haben, ja. Das heißt, dann wechseln wir wieder zum Feuer. Ach so, dass ich dann unten dann vielleicht, ja, genau, jetzt anquatschen meinst du? Nein. Ach so. Nein, das hat doch wieder denselben Effekt sozusagen. Okay. Blauen besiegen, dass wir da durch können. Okay. Aus, so ist. Ja. Ah, dann, was war denn dann dein Anfang? Mein Anfang war, dass die auf der linken Seite entzündet bleiben müssen. Auf der rechten Seite. Also, wie genau, über die andere Seite. Über die andere Seite nach unten gehen. Ja, okay, dann gehen wir jetzt aber oben und dann kannst du mir genauso sagen, wie es ist. Ja. Ja, der ist unwichtig eigentlich hierfür. Ja, ja. Ja, jetzt wird wahrscheinlich alles entzündet. So, also Wasser jetzt erstmal. Warte, ist doch Wasser. Du bist nee, wir sind Feuer. Warte mal, lass mich kurz nachdenken. Ja. Ich würde sagen, ups, das Farbe nicht steht. Was würdest du sagen? Ich speichere es erstmal, okay. Ja, klar. Lösch mal die Seite, wo dieser Drachen-Typ draufsteht. Nein, nicht der Skorpion und Drache, genau. Ich lösch mal diese Seite alle.
Vielleicht müssen wir nicht alle löschen. Ja, aber die auf der Seite alle. Okay. Und jetzt sprechen wir mit dem blauen Figur, mit der blauen, Statue. Hier? Mit der blauen Statue, mit der blauen Statue. Ach so, rechte. Ja, genau. Warum? Das Tor ist nicht auf. Wie ist das Tor nicht auf? Ja, toll. Dann würde ich eigentlich da irgendwie suchen. Magst du das? Ja, doch schon, aber nicht welche, die überhaupt keinen Angst zu kriegen. Gibt ja wenigstens viel Erfahrung. Ja, das ist ja gewiss, haben wir auch so 50. Das ist aber auch langweilig für die Zuschauer, wenn wir diese scheiß Rätsel nicht gelöst bekommen. Wieso ist das, wenn man es blind spielt? Wenn man schon Ding auch besiegt. Ja, vielleicht geht halt dann das Tor und geht auch runter. Kann doch sein, oder nicht? Den haben wir ja bisher schon nicht besiegt. Boah, jetzt macht kaum Schaden gegen den. Das ist bei den Ringard-Wachen nicht das andere, so. Die sind extrem stark. Schön, dass ich den Ding alleine auftreten darf, aber immer kann er sich nicht heilen. Oder ich habe hier kann. Zwei, gegen die ich kämpfen muss, ja? Stell dich nicht so an. Viertel ist schon weg von ihm. Ich hab gleich den meinen. Das Weil es dauert das bei mir so ewig, ne? Ich hab doch schon verstärkte Waffen. Ja. Warte mal. Ah. Der war witzig gewesen, der Höllenhund. Ja, aber Level 1, weiß es doch. Ja und? Die werden doch schnell aufgelevelt. Ne, unser Wolf will ich aber eigentlich dann behalten. Dann muss er hier bestimmte löschen. Lösch mal den von dem zweibeinigen Vogel da ganz vorne. Den hier. Ja. Und dann von dem Titan ganz hinten. Der hier? Nein, der andere. Der? Ja, genau der. Und ich versuch's nochmal. Mit der blauen Statue. Was? Ich probiere jetzt alles einmal durch. Alle Möglichkeiten, die ich so sehe. Okay, bis wir das Rätsel gelöst haben, wir sehen uns dann gleich wieder. Wir haben es jetzt herausgefunden, wie das geht. Da wären wir nie drauf gekommen, weil wir haben so eine blaue Tafel nicht gefunden. Ich muss ja nochmal gucken. Also erstmal muss ich jetzt unten links, das ist das hier. Den muss ich löschen. Unten links, Mitte links. Mitte rechts. Oben rechts. Unten rechts und oben links. In der Reihenfolge hätte man uns löschen müssen? Ja, genau. Jetzt müsste was passieren. Und was müsste... Vielleicht müssen wir jetzt das hier anlabern. Landen wir nicht wieder unten? Genau. Das Tor geht auf. Ja, das hätten wir nie im Leben herausgefunden, jetzt, oder? Jetzt müssen wir den Rot anlabern, müsste das Tor auch aufgehen, oder? Wie? Das große Tor. Das große Tor ist ja mit dem Roten verbunden. Achso. Meinst du? Nee, warte mal, da ist eine rote Tafel. Da ist ein anderes Rätsel dann nötig. Aber das eine Tor ist immer offen. Ich bin wieder rückwärts. Ich hab keine Kontrolle darüber. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ja. Du greifst doch da die Attacke ein. Aber was das? Ja, das weiß ich, aber ich kann nicht nach vorne laufen. Du brauchst aber angreifen. Ich muss aber nach vorne laufen, um das Ziel zu treffen. Du triffst es doch die ganze Zeit. Ja, aber gerade habe ich nicht getroffen. Ich habe nur getroffen, weil ich jetzt die Art eingesetzt habe und direkt davor stand. Okay. Was anyone surprised? Aber das hätten wir auf jeden Fall nie herausgefunden, das Rätsel. Ja,
das hier nochmal ab, weil vielleicht dann bleibt das Tor auf jeden Fall, falls wir irgendwie mal abkacken. Genau, jetzt müssten wir eigentlich hier durchgehen können. Yeah, haben wir geschafft, Kaito! Ist, ob wir hier jetzt auch wieder weiterkommen oder ob es hier so ein Teil, den es ist, was wir jetzt hier bekommen. Weiß ich nicht, das Tor da oben ist ja erstmal geschlossen. Das Rätsel müssen wir ja auch lösen. Ja. Aber wir gehen erstmal jetzt hier lang. Vorsicht, da könnte jederzeit ein Monster kommen, ne? Vorsicht! Das Gänge, ne? Wenn machen. Oh nein, vier Stück. Ihr zaubert wieder. Alle. Ich will nach vorne gehen, aber er geht rückwärts. Diese dumme Sau. Du greifst wieder da an. Ja, ich kann ihn nicht angreifen. Dann schack man mal raus. Ja, was verriegen alle? Gibst du nicht? Ja. Da ist noch alle. Kann ich auf die kämpfen? Ich kämpfe zu viele gerade. Ja, ich kann mich schon mehr als killen. Ich kann leider die Richtung nicht ändern. Ich kann nur den hier angreifen. Dann kill den Ding. Der wird schon nicht geheilt. Ich kann nichts machen. Sobald ich ihn immer wieder runter habe, ist er schon wieder auf ihn. Okay, das ist ein Bullshit hier. It's over. Ich sehe mich auch nicht da oben. Du bist doch nicht in der Nest, du bist da oben. Da oben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ich bin nicht so viel, dass ich hier geändert aus irgendeinem Grund. Ich kann nicht zu dir laufen, das ist doch toll, das ist scheiße. Ja, das ist sowieso nicht so toll. Die Steuerung ist ja ein letzter... Shit, ich soll auf den ganzen greifen. Ich hab schon genug mit dieser scheiß Steuerung zu kämpfen, als mit euch zusammen. Immer mache ich auch noch ein bisschen Schaden hier. Und gleich, ich kann in guten Stunden handeln, das ist der Heiler muss ausgeschaltet werden, sonst kommen wir hier gar nicht weiter. Oh, der ist doch gleich weg hier, Leute. Ja, dann will er ihn gleich heilen, bevor das Schatz auf das Problem ist. Ja, wenn der da nicht hingeht zu der einen Stelle hier. Ja, ich kann auch nicht hingehen. Ja, toll, jetzt ist er wieder ganz voll. Ja. Wer ist denn der Heiler? Ich sehe den nicht. Wir sind zwei Heiler. Wir haben beide hier. Ich kämpfe den einen und du hast da einen da oben. Mit dem langen Stab hier, das ist der Heiler. Ja, genau, greif mal ein bisschen mit an hier, Zelos. Ja. Ich hoffe, es hat ihm weh getan. Okay. Die Möglichkeit hätte ihn mit dem Ding getreten. Oh, das ist eine Truhe. Stein der Weisen erhalten. Der Stein der Weisen, das ist einer von diesen Dingern, die wir brauchen, um... Um Harry Potter? Nein, um all dieser Stein-Dinger herzustellen. Ich dachte, der Harry Potter. Ja, ist auch von Harry Potter. Ärgert mich so da dran. Ja, aber das kommt nicht ursprünglich vom Harry Potter. Das ist eigentlich... Hättest du so Punkt als vorher? Nein, das ist eigentlich der Magier. Wie heißt das? Der Alchemist. Da geht es nämlich um den Nicolas Flamel, der den eigentlichen Stein hergestellt hat. Okay. Das ist auch weniger ein Stein als mehr. So, Trank. Wir müssen jetzt wahrscheinlich das Rotorrätsel lösen. Genau. Und das machen wir dann im nächsten Part, wo den besiegen wir noch eben. Blauen besiegen, das kommen wir nicht hoch. Genau. Oh, Dark and Storm. Da gab's genug. Wozu braucht man den jetzt? Kann man da rein? Was herzustellen? Ja, diese spezielle Stabsruhe, damit wir unsere Monster speziell mitnehmen können. Ja,
Der Stein der Weisen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was super selten ist. Oh, was ist das? Das ist alles, was ich vergessen habe. Okay. Obwohl ich hier gerade nicht so schwierig bin. Wir müssen die wahrscheinlich jetzt die Rotstafel lesen, die da direkt neben dem Ritter ist. Aber speicher erst einmal. Speicher erst einmal. Mal sehen, was wieder.